Recht herzlich willkommen zur 9. Folge von Europa Universalis 4. Jo, sind wir drin im Spiel. Machen mal gerade die Pause raus, damit die Zeit weiterläuft. Was ist das hier eigentlich? Ah, unser Punktestand, sehr schön. 9. Rang, auch interessant. Wahrscheinlich gibt es nur 9 Ränge. Gut, da sind wir jetzt hier. Und... Ach so, reinzoomen wir hier unten, ne? Irgendwie Mausrad wahrscheinlich, was ich aber nicht habe derzeit. Ich habe lieber eine Marble-Maus, eine Kugelmaus. So, was können wir tun, was können wir nicht tun? Wir hatten Flotte, da wird noch was gebaut. Eine Bark wird hier gebaut und hier unten auch noch. Aber hier sind ja noch welche, ne? Was ist das? Move. Müssten wir doch... Ah ja, die haben wir, da sind schon 2... Die müssten wir dann mal hier rumschicken, denke ich mal, oder? Wo fahren die denn lang? Da, aha. Gut, und dann werden wir die mal da vereinen, oder? Was ist denn das für ein Schiff? Eine Kogge, okay. Alle schließen, ja, das ist gut so. Koggen, das sind Transportschiffe im Endeffekt, ne? Was haben wir hier? Haben wir 3 liegen, oder? Eine Flotte. Und da haben wir 3. Das sind alles Transportschiffe. Ja. Nee, da war das. So, jetzt haben wir eine Einheit. 3. Wo sind die anderen? Kommen die noch? Ah, ich glaube, sie sind schon hier angekommen, ne? Und das sind auch Koggen. Dann sollen die mal dahin fahren, in den Hafen. Und dann können wir die da auch zusammenführen. Und diese ist gleich fertig, ne? Dann kommt die da auch noch bei. Zusammenführen. Gut, 5. 5 Transportschiffe sind das jetzt. Hier kommen noch 2 andere Schiffe. Ich glaube, es sind Barken, oder? Wie war das? Eine Bark und da auch eine. Und hier müsste eigentlich auch eine sein. Das waren ja die, die den Handel dann unterstützen, ne? Gut, wechseln wir mal auf die politische Karte. Wie sieht's denn hier so aus? Orléans, wie ist denn die Meinung? 167. Was braucht man? 190, glaube ich, ne? Hier für Diplomatie, damit die uns... Annexion, 190, gut. 169, das ist ja nicht mehr ganz weit. 21. Zeit läuft, das ist auch gut. Hat man nicht noch einen zweiten irgendwo? Ich glaube hier, ne? War das nicht ihr? Nee. Wo haben wir den denn hingeschickt, bitteschön? Auvergne, oder wo ist der? In Orléans und der andere Armagnac. Ach, da unten ist er. Da sind wir bei 130, oder wie sehe ich das? Gut, das muss auch noch besser werden. Da arbeiten wir auf jeden Fall dran, ne? Gut, und was machen wir dann? Wie kann ich denn jetzt unser Land auswählen? Da? Ja, ja. Was ist das? Unterstützte Beziehung. Okay, da hatten wir 2 zu viel, da müssen wir auch mal dran arbeiten irgendwann. Aber das tun wir in dem Sinne, wenn wir hier Orléans annektieren. Was haben wir noch? Wirtschaftsideen. Wie weit ist denn das? 214, das wächst und gedeiht. Ja, das müssen wir dann noch weitermachen. Vorantreiben. Was ist hier? Oh, da unten.
451 von 538. Dann, wo hätten wir eine Rüstkammer, können wir dann bauen, oder was? Okay, sieht ja gut aus. Da arbeitet für uns die Zeit wahrscheinlich. Ist gerade ein neuer Monat. Ja, da ist wieder ein bisschen zugekommen. Dann ist bestimmt hier auch was zugekommen, oder? 173, das waren Vierer. Das ist ja auch gut so. Und Armagnac war eben 130, ist 134. Da kommen also immer Vierer zu. Ich glaube, wir machen mal ein klein bisschen schneller. Damit der Monat schneller rumgeht, ne? Das wären dann 17. Ah, da sind jetzt 2 nur hochgegangen. Keine Ahnung warum. Also nicht immer 4. Wäre schön gewesen, ne? Tja. 175. 30. ist. Und wieder nur 2. Okay. Ist also... Nur beim ersten Mal waren es 4, wenn ich mich nicht verzählt habe oder so. Ja, und dann müssen wir die Engländer hier noch vertreiben, ne? Dieses und das ist ja auch noch eine Kernprovinz von uns, glaube ich, ne? Da. Die müssen wir dann auch noch loskriegen. Hier ist ganz wichtig, damit wir Zugang zu unserem Land hier haben, weil die sind ja schon, glaube ich, deswegen ein bisschen sauer, oder wie war das? Die Basken. Das müsste auch baskisch sein eigentlich. Gascon. War das nicht alles hier Baskenland? Das ist baskisch und das könnte auch noch baskisch sein. Kantabrien ist glaube ich nicht mehr. Kastilisch, okay. Die muss irgendwo noch... Die müssen noch... Belagerung von Provinz anzeigen, okay. Ne, die sind katalanisch. Salzkrise. Machen wir mal gerade eine Pause. Gerüchte in unserem Land zufolge gibt es Engpässe bei der Salzproduktion. Obwohl wir uns bemüht haben, diese Gerüchte zu zerstreuen, ist sich das Volk sicher, dass schon bald eine Salzkrise ausbrechen wird. Produktionseffizient minus 10, aber wir können ja sowieso nichts daran ändern. Also, weiter. Wie weit ist es hier? 183, das ist doch schon mal schön. Da geht gleich was. ...1457, das sind noch 5 Jahre. Da tut sich gerade nichts. Unsere Truppen stehen da oben. 185. Ah, da sind noch... ...2... ...Kong, die bringen wir mal gerade in den Hafen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, da ist ja eine Bark, ne? Oder? Da unten. Die fahren wir gerade raus. Und die 7 können wir dann vereinen. Macht Sinn, ne? Und diese hier? Die lassen wir da. Nee, oder? Die bringen wir mal hier hoch. Was ist denn das? Ist auch eine Bark. Leichtes Schiff. Und hier unten, was haben wir hier jetzt? Auch leichte Schiffe. Die fahren wir erstmal hoch, weil hier oben war ein Handelsplatz. So, hier, Orléans müsste jetzt... Wunderbar. Machen wir mal Geschwindigkeit wieder runter. Und gehen in die Diplomatie. Okay, 80 diplomatische Machtkosten. Das ist aber nicht so schlimm. Das heißt, wir müssen das stoppen. Ja, das machen wir. Und damit fortfahren. Machen wir gerade Pause, so lange wie ich das lese. Wird ihr dann beginnen, Orléans in euer Land zu absorbieren?
Jetzt würde einen Diplomaten binden, bis der Vorgang abgeschlossen ist oder hier, bis er abgebrochen wird. Mai 1454, das sind 2 Jahre. Das ist die Kosten, sind 80 diplomatische Macht, können wir uns leisten. Prestige wird dazukommen. Meinung anderer Untergebener geändert um minus 30. Ist jetzt nicht so toll, aber das machen wir. Wir wollen ja unser Land vergrößern. Es muss ja auch mal der französische Gedanke daherkommen, ne? Dass Frankreich 1 ist. Gut, okay. Wo sind die Schiffe? Das sind schon 2. Die können wir schon mal vereinen. Und dann machen wir, wenn der dritte da kommt. Ich glaube, es waren nur 3, ne? Ne, da kommen noch 2 dann. Dann haben wir 4, kann das sein? Die waren 7, ne? 7 Koggen. Hier unten ist nichts. Das passt dann schon. Und die können hier reinfahren. Die auch erstmal. Und wählen wir die alle aus. Alle zusammenführen. Und dann können die den Handel schützen. So, und zwar... Der Profit wird sich um 0,93 erhöhen. Und hier in Genua wäre es 0,82. Das heißt, wir senden die definitiv nach Bordeaux. Gut, das würde wiederum mehr Geld bringen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und die kosten natürlich auch Unterhalt. Gut, das haben wir geschafft. Hier geht's voran. Annexion hier zu sehen. 193. Wie sieht's hier aus? 158. Ja, da müssen wir noch weiter arbeiten. Das passt aber auch. Gut, die Truppen. Die würde ich mir irgendwie... ein bisschen mehr hier stationieren, ne? Da unten haben wir noch 2. Das ist auch gut so, denke ich. So, gut. Ach, da sind nochmal 11. Obwohl, ne, die würde ich schon... oder? Komm, wir machen die da hin und die da, oder ne, die machen wir hier sogar hin. Zentral im Süden und die im Norden. Dann passt das schon. 15% der Annexion fortgeschritten, ne? Gut, und hier haben wir die 160. Beziehungsverbessern. 160, okay, das können wir dann naja sofort direkt sehen, das ist ja auch gut. Gut, wunderbar. Was war das jetzt hier? Truppen, die können wir dann abwählen. Und wo sind die Schiffe hin, die unseren Handel schützen? Da oben, oder was? Ja, das sind sie wohl, ne? Ja, das ist aktiv. Die fahren da jetzt noch runter, oder wie sehe ich das? Automatisch gespeichert wird gerade. Bleiben die dann da im Hafen sitzen, oder wie sehe ich das? Sieht wohl so aus, ne? Die fahren aber wieder raus.
Ah, die fahren jetzt automatisch von alleine irgendwie durch die Gegend, um dann irgendwelche Freibeuter wahrscheinlich das Chaos zu machen, ne? Gehe ich von aus. Okay, das ist dann klar. Was haben wir denn hier? Wir können in eine Technologie investieren. Oh, dann machen wir mal gerade eine Pause. Ja. Da sind jetzt 563, ne? Grundkosten 600. Tja. Dann können wir die Rüstkammer bauen. Machen wir das. Gut. Okay. Gut. Das ist ja schon mal was, oder? So, dann wollen wir doch mal gleich gucken, wo wir da was bauen könnten. Das wäre hier, da ist die Rüstkammer. 5% weniger Rekrutierungszeit und Soldatenanstieg plus 25. Kostet uns aber 50. Da kann man nicht weiter dran. 10 militärische Dingsterbumster wahrscheinlich. So, und die können wir da überall bauen, sozusagen. Lokale Rekrutierungszeit minus 5. Wird uns 50 Geld kosten. 167 hätten wir also gar nicht so das Problem. 10 von der militärischen Macht kostet das auch. Hätten wir gerade auch einmal schon mal. Ich will mal gerade hier reingucken. Was ist das denn dann mit den 25? Keine Armee in der Bauliste. Milder Winter ist gerade. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt erst eine Pause und das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.